Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, es ist bereits erwähnt worden, das Thema Fracking war bereits schon mehrfach hier Gegenstand im Haus und lassen Sie mich das vorwegstellen, Maßstab für das Handeln der Landesregierung ist der Schutz und die Sicherheit von Mensch und Umwelt bei uns hier im Land und dies hat auch beim Thema Fracking für uns absolute Priorität. Ein wenig wundere ich mich über die bisherige Debatte. Warum? Wenn man mal den Pulverdampf, und da meine ich jetzt alle Seiten, ja, nicht nur die Opposition, wenn man den Pulverdampf mal ein bisschen auf die Seite schiebt, dann muss man doch feststellen, wir haben hier im Haus einen großen Konsens in dieser Frage in der Vergangenheit gehabt und wir haben ihn, ich sage dazu, auch Gott sei Dank bis heute, dass wir Fracking unter Einsatz umwelttoxischer Substanzen, dass wir dieses ablehnen und dass wir alles dafür tun wollen, dass dieses nicht realisiert wird. Das ist der große Konsens in diesem Haus und dafür bin ich erstmal froh, dass es so ist. Unser Ziel, meine Damen und Herren, ist es daher, Fracking unter Einsatz solch umwelttoxischer Substanzen, dass das schnellstmöglich verboten wird. Und hierfür setzen wir uns als Landesregierung mit Nachdruck ein. Wir haben erst im April diesen Jahres hier im Landtag auf Anregung der beiden Koalitionsfraktionen einen Beschluss gefasst, dass sich die Landesregierung auf Bundesebene weiter aktiv dafür einsetzen soll, dass das Bergrecht des Bundes geändert wird. Und dabei sollen in Deutschland keine Bohrungen mit Anwendung der Fracking-Methode zur Aufsuchung und Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten mit umwelttoxischen Stoffen zulässig sein. Außerdem soll eine gesetzliche Regelung geschaffen werden, so damals die Forderung in diesem Beschluss, dass der eine obligatorische Umweltverträglichkeitsprüfung, das ist eben bereits auch schon von Herrn Kollege Reuter, glaube ich, angesprochen worden, mit entsprechender Bürgerbeteiligung vor jeder Zulassung von Maßnahmen zur Aufsuchung und Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten mittels Fracking vorsieht. Seither, meine Damen und Herren, hat sich einiges getan. Lassen Sie mich kurz vorweg auf die Konzessionen in Baden-Württemberg eingehen. In Baden-Württemberg gibt es derzeit zwei Konzessionsfelder, das Konzessionsfeld in Konstanz und das Konzessionsfeld Biberach. Die Erlaubnisse wurden meines Wissens 2008, 2009 unter Ihrer Regierung damals erteilt und sie wurden im Dezember 2013, sprich in unserer Regierungszeit, verlängert. Diese Aufsuchungserlaubnisse erlauben, um es mal deutlich zu sagen, Schreibtischarbeit. Sie erlauben keine Probebohrungen und sie erlauben erst recht nicht darüber hinausgehende Tätigkeiten, sondern sie erlauben, um es nochmal deutlich zu sagen, lediglich die Auswertung von heute bekannten Datengrundlagen am Schreibtisch. Aber sie erlauben auf keinen Fall, ich sage mal, irgendwelche Maßnahmen, die dann mit Fracking zu tun haben. Anders, und das will ich auch dazu sagen, hätte die Genehmigungsbehörde, in dem Fall das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium in Freiburg, auch nicht entscheiden können, da sie an das geltende Bundesberggesetz in dieser Frage gebunden ist. Meine Damen und Herren, und dieser Fall, was ich gerade geschildert habe, er zeigt, dass wir dringend eine Novellierung des Bundesberggesetzes anstoßen müssen, mit einem Verbot des Frackings zur Aufsuchung und Förderung von Kohlenwasserstoffen aus unkonventionellen Lagerstätten unter Einsatz umwelttoxischer Stoffe. Und das gilt in einem Land, in dem rund 4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner ihr Trinkwasser aus einem See, in dem Fall dem Bodensee, beziehen. Ich kenne eigentlich keinen vergleichbaren Fall europaweit, gilt es umso mehr. Und im Übrigen, Herr Kollege Glück, es geht nicht nur um Wasserschutzgebiete. Wir müssen mal sehen, wir haben auch Situationen, dass aus Oberflächengewässern Trinkwasser gewonnen wird, auch in diesem Land. Ja, die Landeswasserversorgung der Donau entzieht dem Donau Rohwasser für die Trinkwassergewinnung. Also von daher, Ihre Forderung, sich hier auf Trinkwassergebiete zu beschränken, die zielt aus meiner Sicht zu kurz. Zweiter Punkt, was seither passiert ist, wir hatten im Mai diesen Jahres in Konstanz
die Umweltministerkonferenz unter meinem Vorsitz. Und auf der Umweltministerkonferenz wurde ein Antrag, den wir mit eingebracht haben, beraten, der zur Beschlussfassung gestellt wurde. Und die UMK hat einstimmig, ich betone einstimmig, beschlossen, dass Fracking zur Aufsuchung und Förderung von Kohlenwasserstoffen aus unkonventionellen Lagerstätten unter Einsatz umwelttoxischer Substanzen zu verbieten ist und hat angeregt, das Bundesberggesetz zu novellieren. Und es gab darüber hinaus auch Protokollerklärungen, die wir auch unterstützt haben, nämlich zur entsprechenden Anpassung des Wasserhaushaltsgesetzes auf Bundesebene. Des Weiteren hat sie gefordert, dass, wenn eine Novellierung des Bundesberggesetzes vorgenommen wird, dass hier zukünftig mehr Transparenz für die beteiligungsgerecht und die beteiligungsberechte Dritter hier Verbesserungen geschaffen werden und dass eine verbindliche Umweltverträglichkeitsprüfung hier in das Bundesberggesetz eingezogen wird. Auch auf Bundesarztebene ist die Landesregierung aus Baden-Württemberg aktiv. Das Kabinett hat gerade gestern auf seiner Kabinettssitzung beschlossen, gemeinsam mit den beiden Ländern Schleswig-Holstein und Hessen eine Bundesratsentschließung einzubringen. Diese fordert Änderungen im Bundesberggesetz und insbesondere die Einführung eines Verbotstatbestandes für das Fracking zur Aufsuchung und Förderung von Kohlenwasserstoffen aus unkonventionellen Lagerstätten unter Einsatz umwelttoxischer Stoffe. Daneben soll bei einer Novellierung des Bundesbergrechts dem Umweltschutz neben der Rohstoffgewinnung Bedeutung zuerkannt und der Beteiligung der Öffentlichkeit stärker Rechnung getragen werden, als es bisher der Fall ist, sowie für alle Vorhaben zur Aufsuchung und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen eine obligatorische Umweltverträglichkeitsprüfung eingeführt werden. Dieses ist Gegenstand dieser Entschließung, die wir als drei Länder gemeinsam im Bundesrat einbringen werden. Meine Damen und Herren, wir haben in Baden-Württemberg mit der Novelle, und das hat man vielleicht auch damals leicht übersehen, mit der Novelle des Landeswassergesetzes, die wir im vergangenen Jahr hier im Landtag beschlossen haben und die im Dezember letzten Jahres in Kraft getreten ist, haben wir bereits sichergestellt, dass tiefe Bohrungen, wie sie für das Fracking nun mal nötig sind, dem wasserrechtlichen Regime unterworfen sind. Dieses ist mit der Novelle des Wassergesetzes vom Dezember eingezogen worden und damit gilt der Besorgnisgrundsatz: Eine wasserrechtliche Erlaubnis ist immer dann erforderlich, wenn Bohrungen in den Grundwasserleiter eindringen und diesen durchstoßen, und aufgrund dieser Normung kann auch der Einsatz wassergefährdender Stoffe, wie zum Beispiel Fracking-Flüssigkeit, ausgeschlossen werden. Dieses haben wir landesrechtlich letztes Jahr geklärt. Wir legen zwei Zwischenfragen vor. Einmal der Kollege Nehmet, einmal der Kollege Glück. Möchten Sie diese zulassen? Ich lasse sie zu. Lassen Sie mich noch zwei Sätze sagen und dann lasse ich sie sehr gerne zu. Jetzt ist aus meiner Sicht, nachdem diese Dinge auf den Weg gebracht wurden, mit dem Entschließungsantrag, den ich erwähnt habe, aber auch mit den Beschlüssen, die die Umweltministerkonferenz gefällt hat, ist der Bund in der Pflicht, hier die Konsequenzen zu ziehen, das Bundesbergrecht zeitgemäß zu novellieren und endlich ein flächendeckendes Fracking-Verbot hier umzusetzen, um Bürgerinnen und Bürger und die Umwelt vor negativen Folgen und vor den Risiken des Frackings zu schützen. Ich kann Ihnen versichern, dass wir als Landesregierung weiterhin auf allen Ebenen diesem Ziel, das ich jetzt mehrfach angesprochen habe, uns verpflichtet fühlen und dafür einsetzen werden. Herzlichen Dank. Und dann zu den Zwischenfragen. Kollege Nehmet. Herr Minister, ich würde Ihnen gerne eine Frage stellen, die Sie vor einem Jahr schon mal nicht beantwortet haben hier im Parlament. Und zwar, ob Sie unterreicht ein Ja oder Nein dafür sind und es befürworten würden, dass man Fracking zulässt mit nicht toxischen Chemikalien. Ich habe eben angesprochen, derzeit kennt man Fracking zur Aufsuchung von unkonventionellen Lagerstätten nicht ohne das
umwelttoxische Substanzen, Chemikalien eingesetzt werden. Das steht auf der Tagesordnung. Und auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen, immerhin ein Beratungsgremium der Bundesregierung, hat in einem vor wenigen Monaten veröffentlichten Gutachten auch noch mal deutlich gemacht, dass, solange die Situation so ist, Fracking verboten werden soll. Zweitens, energiepolitisch. Da unterscheide ich mich grundlegend von Günther Oettinger. Und auch da empfehle ich mal, einen Blick zu werfen in dieses von mir zitierte Gutachten des Sachverständigenrats für Umweltfragen. Warum? Der Sachverständigenrat führt deutlich aus, dass die Potenziale, die es in Deutschland wohl gibt, in Sachen Fracking, im Bereich des unkonventionellen Gases, im Verhältnis zu den Risiken, dass es sich überhaupt nicht lohnt, diesen Weg zu gehen, und deswegen empfiehlt in Deutschland auf Fracking zu verzichten. Und deswegen, ich glaube, es geht nicht hier nicht nur um das Thema umwelttoxische Substanzen, sondern letztendlich muss man es dann natürlich zum Schluss auch mal energiepolitisch bewerten, ob es uns weiterhelfen würde. Und wie gesagt, alles, was ich bisher kenne und was auf dem Tisch liegt, ist nicht erkennbar, dass uns das energiepolitisch weiterbringen würde. Kollege Glück. Herr Minister Untersteller, habe ich Sie gerade eben richtig verstanden, dass Sie also kein generelles Verbot von Fracking fordern, sondern nur das Verbot unter Einsatz dieser chemischen Substanzen? Also ganz im Gegensatz zu dem, was Herr Schoch vorher gesagt hat, beziehungsweise Herr Lehmann vorher sagte. Und dann möchte ich auch nochmal genauer nachfragen, was sind diese wassergefährdenden Substanzen? Wo fängt bei Ihnen da die Chemikalie an, wassergefährdend zu werden oder nicht? Also Beispiel Propangas zum Beispiel. Ist es wassergefährdend dann oder ist es nicht wassergefährdend? Herr Kollege Glück, ich bin kein Chemiker, aber ich verlasse mich auf das, was die Fachleute bei mir im Haus und die Fachleute, die uns beraten, uns vorlegen. Und da ist es so, dass diese Substanzen, die heutzutage beim Fracking im Rahmen der Aufsuchung von unkonventionellen Lagerstätten von Kohlenwasserstoffen verwandt werden, dass das Risiko, dass dies mit negativen Folgewirkungen für die Umwelt verbunden ist, dass dies groß ist und dass deswegen es Sinn macht, hier in Deutschland, bei uns in diesem dicht besiedelten Land, in dem übrigens in Baden-Württemberg, wo wir 26% Wasserschutzgebiete haben, hier auf solche Substanzen zu verzichten. Und vielleicht mal noch eins, manchmal bringt man auch ein paar Dinge durcheinander. Letztendlich, das, was man im Rahmen der Tiefengeothermie macht, ist auch eine Form von Fracking. Ja, ist auch eine Form von Fracking. Die Bohrungen in 3.000, 4.000 Meter Tiefe sind auch eine Form von Fracking, wobei man da auch wiederum unterscheiden muss. Auch da gibt es verschiedene Verfahren. Und Sie wissen, auch da hatten wir durchaus Fälle, wo wir Probleme hatten. Landau, Basel, St. Gallen und so weiter. Auch da lohnt es sich dann manchmal etwas genauer hinzuschauen. Aber nochmal, das, was heute auf der Tagesordnung steht, ist das Thema: Macht es Sinn, unter Einsatz umwelttoxischer Substanzen dieses Thema voranzubringen? Und da besteht hier im Haus eine große Einigkeit und auch in der Landesregierung besteht Einigkeit, dass wir das nicht wollen. Es besteht Einigkeit in der Umweltministerkonferenz und das, was die Kollegin Grünstein ausgeführt hat, habe ich auch die Hoffnung, dass innerhalb der Bundesregierung es hier eine große Übereinstimmung gibt und dass dies letztendlich zum Tragen kommt. Herzlichen Dank.